Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberium Wars. Auf zum Weißen Haus. Showdown in DC. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Tja, Commander, Sie haben fabelhafte Arbeit geleistet. Aber Sie haben noch eine Schlacht zu gewinnen. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Vom taktischen Standpunkt her hat es für uns bloß Symbolwert. Aber unterschätzen wir in diesem Krieg nicht die Macht der Wahrnehmung. Wir zeigen der Welt, dass wir die Blutung gestoppt und Nott unter Kontrolle haben. Aber ich sollte Sie warnen. Nods Elitetruppen kämpfen mit Stealth-Einheiten. Sie sollten also zuallererst die Störtürme ausschalten. Denn so enttarnen sie den Feind. Viel Glück, Commander. Und ich habe jetzt mal kurz die Zeit genutzt, habe das Pentagon und den Prolog, die Mission, natürlich auf schwer geschafft. Und ich habe herausgefunden, der Unterschied zwischen Mittel und Schwer, auch schwer kriegen die Einheiten noch Upgrades. Also die Einheiten werden geupgradet. Also die hatten jetzt zum Beispiel die Laser-Buggies in der Interpentagon-Mission und nicht normale Buggies mit Maschinengewehr. Die über den Weißen Haus gehissten Nordbanner waren ein schwerer Schlag für die Moral der GDI. Sie müssen dieses Symbol der Freiheit zurückerobern. Da Nord in der Nähe über einen Bereitstellungsraum verfügt, haben sie die Chance, ein großes Lager modernster Nordwaffen zu vernichten. Schalten Sie zunächst mit einer kleinen Armee die Luftabwehr aus. Anschließend verwandelt ein Firehawk-Geschwader aus Langley die geparkten Militärfahrzeuge in einen brennenden Haufen Schrott. Greifen Sie dann den Nordstützpunkt vor dem Weißen Haus an. Und in dieser Mission, wissen Sie dann, in der Nord-äquivalenten Mission, gibt es einen Fehler. Werde ich gleich sagen, was das für ein Fehler ist. Empfange Nachricht. Die Nordtruppen sind obwohl, zu zahlreich für einen Angriff. Schalten Sie Ihre Luftabwehr aus, damit Sie Luftunterstützung von der kürzlich eroberten Langley Air Force Base anfordern können. Hab's gerade gesehen. Oh nein, ich dachte, das Gebäude hier ist im ganzen Zustand. Und in der Nord-Mission ist das kaputt, aber es ist genau andersherum. Also, ne, mein Fehler. Ja, Sir. So, ich muss... ihr geht mal ein bisschen aus rum. Ich hab keinen Bock, dass ihr da kaputt geht. Verstanden, Commander. Und das ausschalten. Ja, ne, ich will jetzt auch schon gegen Avatare kämpfen. Ist in Ordnung. Irgendwas Neues haben wir. Ja. Gut. Gegen Flammenpanzer, gegen Skorpionpanzer, gegen Schattenkanonen, Strahlenkanonen. Schattenkanonen wären auch cool gewesen als Name. Ja, die haben das Tiberium hierhin verbreitet anscheinend. Es war einmal eine blaue Zone. Jetzt ist es es nicht mehr. Jetzt ist es eine gelbe Zone. Na dann. Ja, gar nichts aus, Alter. Einsatzziel erreicht. Na, kommt mal her, ihr Firehawks. Empfange Nachricht. Die Luftunterstützung braucht ein Ziel. Markieren Sie es mit der Luftangrifffähigkeit der Firehawks. Okay, die brauchen Ziel. Ziel wählen. So weit unten wie möglich. Da. Luftunterstützung nähert sich. Ziel in Sicht. Schickt sie zur Hölle, Jungs. Ziel zerstören. Kehren zur Basis zurück. Easy. Ja, Sir. Aufgepasst. Verstärkungen eingetroffen. Vorsicht. Ja, Sir. Feindliche Einheiten in Sicht. So. Empfange Nachricht. Nord hat vor dem Weißen Haus einen Stützpunkt errichtet. Zerstören Sie die Produktionsgebäude, um das Gebiet zu sichern. Jupp. Werde ich machen. Sir. Madame, sorry. Neue Bauoption. Was zum... Der Stützpunkt ist einfach verschwunden. Verstanden, Commander. Sucht einen Weg rein. Empfange Nachricht. Nord tarnt seinen Stützpunkt mit diesen Störsendern. Wenn wir sie zerstören, ist ihr Stützpunkt verwundbar. Ja, ist ja gut. Manchmal macht das Neues die 10 zu lange. Unterstützung. Melden uns zum Dienst. Infanterietruppen. BMT, wie ist der Plan unterwegs? Neues Bonusziel. Da sind Einheiten, die gefallen mir nicht. Die werde ich, will ich bitte vernichten. Neue einmal. Bauoptionen. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Das war genau diese Flammentruppchen. Bringen wir es hinter uns. Erstmal die Flammentruppchen. Okay, du bist tot. Wir haben Kontakt, Sir. Bestätigt. Die machen echt viel Schaden. Echt viel Schaden. Melden uns zum Dienst. Dann kommst du da rein. Yep. Dahin. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Transporter. Du lad mal aus. Bau abgeschlossen. Ja, Sir. Gebäude wird gesichert.
Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ja, Commander? Du kannst auch einmal ausladen. Gruppentransporter. Ausbildung. Ich will nämlich das Gebäude und das Gebäude erobern. Ich habe Ihre Code. Die da oben will ich, muss ich zerstören. Das ist freiwillig. Ich habe, was ich brauche. Das ist ein Bonusziel. Es kann losgehen. Ich habe Ihre Code. Wir kommen. Dahin. Commander? BMT erwartet Befehle. Und da. Haltet durch. Ungeeigneter Bauplatz. Commander, wir stellen für diese Mission Predator-Panzer bereit. Bauen Sie sie in Ihrer Waffenfabrik. Ja, mache ich noch. Der Predator ist im Kampf gegen die Gebäude und Fahrzeuge der Bruderschaft äußerst effektiv. Wofür ist das Bonustier nochmal? Bau abgeschlossen. Auf zum Tiberium. Mit Scharfschützen, okay. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Neue Energie. Irgendwas Neues hier? Ich glaube nicht, ne? Und der liebe Lord im Chat muss in 5 Minuten wieder arbeiten. Einmal ein großes O in den Chat, bitte. Oder ein F. Je nachdem, ne, was ihr machen möchtet, machen wollen würdet. Gruppentransporter. Ausladen. Ich kümmere mich um alles. Es kann losgehen. Ausladen. BMT erwartet Befehle. Bau abgeschlossen. Gebäude eingenommen. Brauchen Silos. Eigentlich alles bereit. Eigentlich zählt das doch als Silo mit hinzu. Eigentlich. Neue Bauoptionen. Sieht es halt eben nicht als Silo und so. Wird gebaut. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Infanterietruppen, es kann losgehen. Okay, dann kommt mal wieder zurück. Zeig mal. Abschützenteam, wo werden wir gebraucht? Melde mich zum Dienst. Gebäude eingenommen. Einheit befördert. Ist egal. Ist nicht ganz so viel wert. So, dann habe ich. Abschützenteam, wo werden wir gebraucht? Such dein Fenster. Geht da rein. Wen sollen wir und aggressiv bitte. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Aggressivität. Und gleich die Standardeinstellung für das Gebäude, dass sie offensiv sind. Und ich werde Scharfschützen wieder. Scharfschützenteam. Wo werden wir gebraucht? Scharfschützenteam. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Predator bereit. Wo werden wir gebraucht? Ja gut. Ne? Bodenunterstützung. Gebäude sichern. Ja, Sir. Nö, die haben ihren Spaß. Predator werden wir gebraucht. Haben Sie uns entdeckt? Scharfschützenteam, wo werden wir gebraucht? Predator bereit. Scharfschützen-BMTs. Einheit wird angegriffen. Ja, nee. Ja, passt schon so, wie es ist. Unzureichende Mittel. Unzureichende Mittel. Hier gibt es leider keine Tiberium-Türme. Erwarten Befehle. Verstanden. Und da sind... Oh Gott, ich brauche eigentlich Grenadiere statt Scharfschützen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wen sollen wir neutralisieren? Ausbildung. Und vielleicht ein paar BMTs noch. Grenadiertruppe bereit. Angegriffen. Feind anvisiert. Und die könnten einfach die Division ausrücken. Los. Unsere Basis wird angegriffen. Unterwegs. Aha. Ist mir gehabt. Ob das zerstört wird oder so, das ist mir vollkommen irrelevant. Das ist mir Latte. Sind bereit. BMP Einsatzbereit. Kommt her. Sammler wird angegriffen. Okay, Männer. Wo ist unser nächstes Ziel? Scharfschütze, Scharfschütze. Wo ist unser nächstes Ziel? Scharfschütze. Scharfschützenteam bereit. Predator Crew bereit. Wir kennen ihre Position. Erstmal den da. Snotmod. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist ganz knapp außerhalb der BMT einsatzbereit. Truppe bereit. Predator kampfbereit. Das war ich knapp. Greifen an. Ist das Gebiet sicher? Gruppentransporter. So, das sind die 5. BMT einsatzbereit. Und jetzt was die anderen bei dem für die. Es kann losgehen. Grenadiere. BMT einsatzbereit. Ja, tötet. Sammler wird angegriffen. Dankeschön. Einheit wird angegriffen. Rüste alle Infanteristen, Raketentrupps und Grenadiere mit Kompositpanzern aus. Verbessert die Panzerung und erhöht die Zahl der Trefferpunkte. Wünsche dir einen entspannten Stream. Vielleicht hört man sich am Abend wieder. Jo, dankeschön, Lord. Schön, dass du da warst. Bis heute Abend wahrscheinlich. Nachladen! Bring ihr ein Kampfgebiet ein. Wie kommen die da rein? Geht aber gar nicht. BMT einsatzbereit. Was? Wo? Achso. Okay, Männer. Grenadiertruppe bereit. Alles klar. Erwartet Befehle. So. BMT erwartet Befehle.
Ja, ist gerade ein bisschen. Ja, Sir. BMT einsatzbereit. Will ich mal kurz reparieren. Alle bitte. Okay, ganz ruhig. Einheit BMT, wie ist der Plan? Haltet durch. BMT einsatzbereit. Erwarten Befehle. Das ist kacke. Es tut weh. Es tut mehr weh, als ich dachte. Holt sie euch. Und die Scharfschützen machen so, nur mal so gut wie gar keinen Schaden, ne? Einheit wird angegriffen. Vorsicht. So, jetzt kannst du sammeln. Predator. Hier kommt mal hier hin. Ziel bestätigt. Tun echt weh. Ausbildung. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Erwarten Befehle. Ach, das sieht zwar jetzt nicht da, das ist irrelevant. Weg mit dem Gebäude. Truppentransporter. Es kann losgehen. Unterwegs. Und ihr geht jetzt auf nach hinten durch. Einfach nach hinten durch. Panzerdivision. Verstanden. Ihr räuchert aus. Dafür seid ihr da. Unterwegs. Ihr kommt dann zurück. Ziel bestätigt. Predator bereit. Bitte. Schafft er. Auf sie! Lass das mal bitte. Nähern uns Ziel. So, und jetzt die Gebäude hier zerstören. Dann ist die Energieversorgung nämlich weg. Mal gucken, wie der, was da wieder ankommt. Panzerdivision schöne kleine Einheitchen. Einheit verloren. Notmods tun echt weh in der Masse. Unterwegs. Das geht gar nicht. Predator bereit. Oder kommen sie wieder an? Irgendwann sind die Heldenstufe. Dauert aber echt ewig, wenn die Infanteristen töten. Weil die Bonusziel erreicht. Sehr wenig geben. Predator bereit. Panzerdivision ausrücken. Gut, dann kommt ihr jetzt mal in die Richtung. Unzureichend. Und ihr kommt nach unten. Zack und zack. Auf Empfang. Mit euch möchte ich gerne da oben rechts ist alles zerstören. Weil mir das doch ein bisschen auf den Senkel geht. Aber wir, Alter, ich brauche ganz, ganz viele Schafe. Ach du Scheiße. Gut. Ja, ich glaube, ich habe genug Leute da. Abgebrochen. Ausbildung. Das sind mehr Infanteristen, als ich gedacht habe. Erwarten Befehle. Verstanden. Neues Bonusziel. Zerstören Sie den Schrein. Okay. Zerstören Sie den Schrein der Geheimnisse im Nordosten, um die Nordshadows zu stoppen. Nordshadows? Was für Shadows? Panzerdivision ausrücken. Einheit wird angegriffen. Ah. Ziel bestätigt. Einfach nur zerstören und dann abhauen. Was kam bis jetzt noch keine Shadows raus, also von daher, ne? Ich glaube, die wären sonst hier ausgebildet worden. Panzerdivision ausrücken. So, was kriege ich? Nordstealth Technologie. Oh Gott, das ist wieder eine Menge Text, ne? Ja, die werden immer besser mit der Stealth Technologie. Irgendwas Neues von... Ah, Predator, genau. Das 150mm Geschütz dieses 65 Tonnen schweren Panzers. 16,5 cm, das ist echt nicht... wenig. Der schweren Panzers durchschlägt die Panzerung jedes Fahrzeuges oder Gebäude. Darüber hinaus ist der Predator trotz seiner Größe vergleichsweise wendig. Zu einem Kampfverband zusammengeschlossener Predator-Panzer machen mit feindlichen Stützpunkten kurzen Prozess und sind in der Lage, feindliche Infanterieeinheiten einfach zu überrollen. Trotz seiner hervorragenden Panzerung ist der Predator allerdings anfällig gegen panzerbrechende Raketen und Angriffe mit schwerem Geschütz. Und ich weiß nicht, warum da Raketen zu sehen sind. Er hat keine Raketen. Ne? Da sind keine Raketen. Warum werden die da gezeigt? Es ist, ne? Einfach nur... Nein, falsch. Zurück. Oh Gott, das tut weh. Angriff läuft. Einheit verloren. Was macht der Wurfarm? Seid vorsichtig. Ihr könnt da rein. Einheit befördert. Predator. Dass er angegriffen wird, ist mir vollkommen egal. Einheit wird angegriffen. Feindkontakt. Nachladen. Angriff läuft. So, Feind anvisiert. Ihr könnt schon mal hier hin. Angriff haltet durch. Mal, zumindest schon mal anfangen. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist mir doch egal. Panzerdivision ausrücken. Ziel bestätigt. So, und die Scharfschützen machen wir den. Sollten jetzt mit den größtenteils alles
Ja, ne? Auch die kleinen Holz machen. Sie wunderschön bescheidenen Infanterieeinheiten. Und Raketeneinheiten. Obwohl Raketeneinheiten gehören dazu, ne? Nichts gesagt. Verstanden. Einheit verloren. Abschätzung. Zielgebiet bestätigt. Verstört das bitte. Greife an. Weg mit dem. Einheit wird angegriffen. Alle nach. Wir holen sie uns einen nach dem anderen. Und der da nicht wieder nerven. Radiert sie aus. Unsere Befehle? Perfekt. Geht doch. Nachladen! Angriff läuft. Basis wird angegriffen. Einheit befördert. Ja, das interessiert mich immer noch nicht. Was sehen Sie? So. Dann müssten Sie jetzt nichts mehr machen. Machen können. Holt sie euch! Guter Schuss. Da sind nochmal Flammenheinis, aber das interessiert mich nicht. Nachladen! Unterwegs! Nähere mich Ziel! Dringe in Kampfgebiet ein! Ziel bestätigt! Predator Crew bereit! Nähere mich Ziel! Bau unterbrochen. Abgebrochen. Jo, das sollte es gewesen sein. Angriff läuft! Wie ist unsere Position in der Nähe? Ja, die können eh nichts machen. Nachladen! Leider können sie keine Gebäude angreifen, aber. Nerv! Raus aus dem Tiberium. Was sehen Sie? Das würde auch nicht viel ändern. Und viel Spaß, Batman. Aktualisiert. Viel Erfolg bei deinem Auftrag. Und wir haben das Weiße Haus zurück. Yes! Meins. Mission erfolgreich. Gewonnen. Spieldauer, yep, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe jedes Bonusziel gemacht. Warum schon wieder nicht? Ach, muss ich das irgendwann mal nachholen? Na egal. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, ne? Warum? Hä? 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 Warum kriege ich keine Cutscene? Habe ich die Cutscene jetzt aus Versehen übersprungen, als ich eine andere Mission wiederholt habe? Nee, oder? Nee. Ja, gut, nö. Ich muss die doch mal spielen. Ich habe jetzt eine Guardian-Kanone gebaut. Ich habe einen Geheimdiensteintrag bekommen. DDI-Basisverteidigung. Die DDI verfügt über folgende drei Systeme zur Abwehr feindlicher Angriffe. Wachtürme, Guardian-Kanone und Flugabwehrbatterien. Die 9 Meter hohen Wachtürme sind mit je 2 90 Millimeter Schengens bewaffnet, deren modernen Infrarot- und Sensorsysteme die Ortung getarnter Einheiten ermöglichen. Angreifende Infanteristen haben den Geschützen eines Wachturms nichts entgegenzusetzen. Die mit modernen Erkennungssystemen ausgestatteten Wachtürme priorisieren im Fall eines Angriffs kombinierter Panzer- und Infanterieverbände, die feindliche Infanterie, um ihre eigene Effektivität zu erhöhen. Das ist schlau, ne? Also die greifen Infanterie vor allem anderen an. Die 105 mm Granaten der Guardian-Kanone durchschlagen sogar die Panzerung schwerer Panzer. Da die Kanone für die Abwehr von Fahrzeugen entwickelt wurde, eignet sie sich nicht für Angriffe auf Infanterieeinheiten. Und die priorisiert auch Fahrzeuge statt Infanterie in genau diesem gemischten Verband. Die beiden 30 mm Gatling-Geschütze einer Flugabwehrbatterie feuern Granaten mit abgereichertem Uran ab. Aufgrund ihres präzisen Feuerleitsystems und ihrer enormen Kadenz sind Flugabwehrbatterien der Altrometer Flugeinheit. Bau abgeschlagen, aktualisiert. Und der Kran zählt auch noch dazu, alles klar. Die zwei Sachen, die ich nicht gebaut habe, alles klar. Ist Ihr Zeitfenster für die Errichtung einer vorgeschobenen Basis eng, bauen Sie einen Kran um Ihren Bauhof, um eine zusätzliche Bauleiste zu erweitern. Dadurch können die Nano-Assembler, Computer und Steuersysteme zwei Gebäude gleichzeitig fertigstellen. Ja, möglich, aber wozu? Hoffentlich kriegen wir jetzt eine Cutscene. Das kann nicht sein, dass vorhin keine Cutscene kam. Geheimdienstdaten aktualisiert.
Dankeschön. Bitte, Cutscene. Wie ich nach Ägypten komme. Mission erfolgreich. Predator bereit. Ja, okay, ja. Ne? Haben wir. Diesmal haben wir alles. Vor weniger als 24 Stunden wurde die nordöstliche blaue Zone noch von Nordtruppen belagert. GDI-Truppen wurden überrannt, ihre Kommandozentrale stand kurz vor dem Fall und die freie Welt stand kurz vor dem Abgrund. Aber ein mutiger Truppenkommander konnte einige Siege in DC erringen, die offensichtlich weitere GDI-Triumphe in der ganzen Welt nach sich gezogen haben. Es ist doch so, dass die Erfolge der GDI wirklich ermutigend sind. Sogar sehr, würde ich sagen. Wir kämpfen dort einfach um unsere Zukunft. Aber William, ich kann Ihrer Ansicht nicht zustimmen, dass der Ausgang dieses Krieges noch ungewiss ist. Es kann hier meines Erachtens überhaupt nur einen Sieg der GDI geben. Wir haben den Willen und die Unterstützung der Bevölkerung. Was will man mehr? Das Volk will unbedingt Rache. Auge um Auge. Und genau die werden sie bekommen. Scheint nur die Frage offen zu sein, können sie dieses Versprechen halten? Denn viele prominente Kriegsanalysten sehen in ihrer doch sehr mangelhaften Erfahrung ein ernsthaftes Risiko. Ich glaube an meine Generäle und Kommandeure. Es sind die Besten der Besten. Und ich bin sicher, sie verdienen nicht nur mein Vertrauen und das Vertrauen meines Ministeriums, sondern das Vertrauen des Volkes, weil wir für dieses Volk kämpfen. Wir kämpfen, um es zu beschützen. Das Untergraben des Vertrauens zwischen dem Volk und seinen Beschützern wäre, wie ich glaube, ein Fehler. GDI Oberkommando Washington DC, Blaue Zone B2. Commander, egal was Sie in den Nachrichten gesehen haben, glauben Sie mir, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Wir haben immer noch eine Reihe von blauen Zonen, die umkämpft sind. Der Ausgang ist offen, aber etwas anderes bedrückt mich. Kommen Sie. Im Verhör haben mehrere Kriegsgefangene immer wieder ähnliche Drohungen ausgesprochen wie diese. Hier, sehen Sie mal. Das ist nur der Anfang. Feuer wird vom Himmel regnen. Seuchen werden eure Körper vernichten. Und eure Seelen werden um Vergebung winseln. Wenn Kane erst richtig wütend ist! Es könnte sich um die typischen Tricks der Nord handeln. Aber es klingt so, als planten sie den Einsatz von Massenvernichtungswaffen und deshalb schicke ich sie nach Nordafrika. Wenn Nord welche hat, werden sie sie dort finden. Hoffentlich erstickt ein Präventivschlag diesen Albtraum im Keim. Oh, und Commander, lassen Sie niemanden davon erfahren. Das Volk ist verängstigt genug. Sandra setzt im Moment alle Puzzleteile zusammen und sie bekommen die Details von Kersey, das wäre alles. Geheimdienstbüro der Zonensicherung Washington DC, Blaue Zone B2. Commander, die Situation in Nordafrika ist immer noch instabil. Ägypten wird unser Hauptziel sein. Wie sich herausgestellt hat, ist eine Bewässerungsanlage vor Kasabat in Wirklichkeit eine Nordchemiewaffenfabrik. Offensichtlich müssen wir sie ausschalten. Im Norden ist der Hafen von Alexandria. Dort verschifft Nord seine Waffen in den Rest der Welt. Und es kommt noch viel schlimmer. Wir glauben, dass Nord im Norden Kairos Aurora-Waffen in einer unterirdischen Anlage herstellt. Das mag erklären, warum das Gebiet so gut gesichert ist. Jedenfalls ist der erste Schritt zur Säuberung dieses Sektors die Zerstörung dieser Chemiewaffenfabrik in Kasabat. Ja, aber ne, Akt 2 gehen wir erst in den nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst so ein Like da und wir hören uns dort dann wieder. Bis dann. Cheerio.